Okay, wir sind jetzt wieder auf der anderen Insel. Das heißt, nehmen wir einfach die nächstbeste Mission. Ich glaube, ich speichere auch direkt hier, wenn wir hier sind. Ich habe zwar gerade auf der anderen Insel gespeichert, aber wir speichern hier, wenn wir schon hier sind. Nicht, dass hier gleich was in die Hose geht und ich einfach alles von vorne machen muss. Ich will auch hier den Cheater hier abspeichern. Okay, so, Escort Service haben wir gerade geschafft. Warum haben wir gerade eigentlich noch den Sound von der Brücke gehört? So nah sind wir doch gar nicht gewesen, oder? Wir fahren mal zu dem A. Asuki ist das. Ja, genau. Also müsste eigentlich. Ja, für ein Auto hier. Warum steht das hier? Ah, da rein. Bait. Oh. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Ah! Der arme Kerl wird ja schön ausgepeitscht. Okay, wir sollen hier Leute töten. Ich habe jetzt aber gerade nicht aufgepasst, weil ich gerade einen Schluck getrunken habe. Wen oder was? Warte mal, steht das vielleicht hier bei Briefs? Gell? Feeling. There's three dead squads dotted around Liberty. Soul jobs. Down. Act as a bait and get the death squad to follow you to High Creek. Verse A. Hoffentlich stimmt das auch. Und hoffentlich ist hier in der Mission nicht umgeschrieben worden. Und natürlich wieder Nebel, damit man wieder nichts sieht. Okay, wir müssen auf die andere Inselseite. Komme ich da am besten hin? Hier. Oh, nicht kippen! War schon wieder wie ein verdammter Anfänger, ey. Ach, Kacke, die ist ja gerade oben gewesen. Ich wäre jetzt voll durchgerast, wenn die hier nicht stehen geblieben wären. Wow, 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 wey. Okay, da ist der Erste. Aber der folgt uns jetzt. Scheiß auf den Kopf. Kacke, Mann. Ich dachte, wir kommen jetzt hier zu dem nächsten, aber die sind beide auf der anderen Hälfte vom Fluss. Darf das mir überhaupt zu folgen? Ah, das war, glaube ich, keine so schlaue Idee, hier runterzufahren, aber das wusste ich ja in dem Fall jetzt nicht. Die Brücke. Sorry. Wahrscheinlich hätten wir uns erstmal um die anderen kümmern müssen. Also die erstmal hier abholen. Sackgesicht.
Kommt der andere eigentlich noch? Wollt ihr heute nochmal hinterherfahren? Ich glaube, das ist nicht so eine schlaue Idee, hier rechts zu fahren, oder? Ich schon komme, dass ich gleich umkippe. Okay, die kommen beide. Der eine langsamer, als mir lieb ist, aber gut. Okay, er kommt. So, jetzt können wir die alle locken. So, wie kommt man da wieder hoch? Ohne jetzt hier 3 Kilometer Umweg zu fahren. Ich glaube. Okay, wir fahren jetzt hier lang einfach. Ich kenne mich hier null aus, ey. Ich bin lost und dann auch noch der Nebel hier. Hier richtig? Wenn die mal ein bisschen schneller fahren würden, wäre vielleicht ganz cool. Hä? Alter, ich habe sowas von nicht aufgepasst. Ja, was war das denn jetzt? Ach nö. Ich habe gerade einfach mich komplett auf die anderen fokussiert und dann wird mir das Auto einfach geklaut. Hä? Habe ich da so gepennt gerade? Hell no. Naja. Dann halt nochmal. Aber diesmal muss ich mehr aufpassen. Oder besser aufpassen. Immer noch 81 Leben. Na egal. Wir sind zwar in der Nähe vom Krankenhaus, aber ich denke mal, wir werden jetzt kein Leben großartig brauchen. Hoffe ich zumindest. Aber der Nebel ist, der ist schon stark, Alter. Das habe ich in dieser einen Woche, wo ich jetzt nicht mehr gespielt habe, schon komplett vergessen. Wow. So, ich glaube, wir räumen von hinten auf. Wir fahren erstmal zu dem weit entferntesten. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Wobei, wir kommen ja eh aber hier vorbei. Na komm. Dann nehmen wir den halt mit. Aber der erste folgt. Perfekt. Oh, warte mal. Was mache ich denn da? Nur hier lang. Moin, Monsterkiste. Ich glaube, das ist extra so gelegt, dass man einfach wirklich alle nacheinander abholt. Also so, wie wir es auch schon die ganze Zeit machen. Es gibt ja gar keine andere Route gefühlt. Boah, nein, nicht umkippen. Ah, Gott. So, holen wir den hier noch ab. Jetzt, wo wir jetzt hier gleich wieder angeschossen werden. Ich hoffe, dass er jetzt nicht umkippt und explodiert. Das wäre natürlich schlecht für uns.
glaube, dann ist die Mission failed. Warte mal. Macht es vielleicht Sinn, dass wir wieder zurückfahren? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist besser. Sonst müssen wir jetzt gleich den ganzen Schleif da unten lang fahren. Oh Gott. Übrigens ist unsere Kiste gepanzert. Aber trotzdem hält die nicht ganz so viel aus. Also die hat schon auf jeden Fall gut weißen Qualm. Was, ey, was geht denn hier ab? Also ich hoffe, dass wir vor denen einfach dahin fahren können jetzt. Nicht, dass er gleich steht, ja, wo sind die anderen drei? Mission fehlgeschlagen. Aber wie sollen da oben hin? Okay. Aber das ist richtig. Ich hoffe es. Aber sieht ganz danach aus. Okay, das ist die Yakuza hier. Die fahren jetzt alle hier rein. Hier auch noch geschossen. Ah, okay, das war eigentlich gar nicht mal so eine verkehrte Mission. So, jetzt können wir hier erstmal. Ah, hast du gedacht, hä? Waffen aufheben. Scheiße. Ja, okay, hätte ich mir denken können. Naja. Aber was mich jetzt aber ehrlicherweise ein bisschen nervt, dass wir jetzt alt wieder zurückfahren müssen. Ist jetzt nicht so weit, aber trotzdem, das hätte man. Naja, egal. Man kann ja natürlich diesen Speedrun-Teleport-Glitch nutzen, aber der ist so kompliziert und den raff ich nicht so ganz, deswegen mache ich es ohne. Wir fahren einfach ganz normal. Und dann funktioniert das auch. Aber ich glaube, das war sogar eine Pflichtmission, die wir jetzt gemacht haben. Ah, scheiße, sie geht hoch. Ah, dann müssen wir jetzt hier kurz warten. Lustig wäre es, wenn jetzt einer angerast kommt und uns hier reindrückt. Aber ich meine, schön und gut, dass sie die Brücke jetzt hier animiert haben, aber die hätten dann auch wenigstens ein Schiff mit animieren können, was da drüber fährt. Ansonsten, das ist ja, ja, okay. Verstehe schon, das ist irgendwo. Ja, wie soll ich sagen? Einfach ja, so ein bisschen Atmosphäre bringen soll. Und den Spieler ein bisschen verlangsamen soll. Ist ja auch gut funktioniert, ehrlicherweise. Oh, der Toilettenmann. Bei dem haben wir auch eine Mission, sehe ich gerade. Oder ist das eine, die wir schon mal gemacht haben und nicht geschafft haben? Ich würde lieber, wenn ich ehrlich, erstmal speichern. Weil nicht, dass das eine Mission ist, wo ich gleich sterbe und dann wieder alles von vorne machen muss oder von vorne hierher fahren muss. Wir speichern erstmal. Zweimal gleich ein Fahrzeug, aber egal. Besser als nichts, ne? Nicht, dass, so wie manchmal, wenn man hier safe lädt, in der Garage kein Fahrzeug ist, weil man keins abgestellt hat und das Fahrzeug hier, das gepanzerte, auch auf einmal nicht da ist, warum auch immer. So ist es mir dann doch lieber. Komm, wir fahren jetzt zu Asuki.
Ups. Sorry. Hä? Achso, die Tür ist aufgegangen, weil ich sie beschädigt habe. Ich dachte gerade, wer steigt denn da jetzt aus? Double the shot espresso. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. Mhm. Cruise Liberty District to find espresso to go stalls. After you trash the first stall, you will have just over 7 minutes before the cartel. Was? Warn their pushers. Oh man. Also auf jeden Fall wieder. Haben wir wahrscheinlich wieder sehr, sehr gut Zeitdruck. Warte mal, wir fahren ein bisschen näher ran. Ey, was willst du denn jetzt, Junge? Wow, was geht ab? Hä? Das Spiel ist aber jetzt auf doppelter Geschwindigkeit. What the fuck? Oh, wir brennen. Vielleicht nicht so schlau. Fahrzeug. Ach, Kacke. Da habe ich so viel getrödelt. Guck mal, Drecksack. Wo sind jetzt noch welche? Hä? Warum zeigt mir die jetzt wieder nicht an? Bestimmt ist das ein Speedrun-Ding, dass man wissen muss, wo die sind. Oh Mann. Drei von neun, ja cool. Wir schauen mal beim guten Ben vorbei. Boy. Wait. Mann, wo war denn das? Double the Espresso Shot. Hä? Dann hast du noch zwei Missionen oder was? That is aber pretty nicht. Much every side mission. You should just have three left, I believe. Espresso to go. Sam and the Exchange, which is, you know, the last three main missions, and then you'll be done with every single mission in the mod. So Espresso to go is a little tricky, and you'll see why. So first of all, things to keep in mind. There are two move stalls. One of them is in Staunton, and it's in the Liberty campus, as you'll see here. This is the first one you should grab. And there's another one, which I'll show you later, in Portland. But as you can see, once you actually pick up... once you destroy the first stall, then I think you move at like 4x speed. So it's pretty difficult to keep track of everything. But yeah, would heavily recommend the Armored Patriot for this, because it'll take a ton of damage, you know, that you don't want to take. And yeah, so Staunton, grab that first stall, then take this route I do, and we're basically just going to go north to south and take the other ones out. Have your rocket equipped. So then you can just hop out the car, shoot the rocket, get back in before any gangs or anything like that take notice of you. And then once you're done with Staunton, you want to head to Portland, where the next moved one is. Das kann ich mir gar nicht merken, diese Route. But if you want to, you can pay and spray in Staunton before you head to Portland, because you'll take quite a lot of damage here. But it's pretty tight timing, so if you're fast enough, go for it. If not, then you might need to give this a couple of tries. But yeah, head around the south side to avoid most of the gangs, avoid, you know, Chinatown and Triad territory and stuff. And then this one is in its usual place. I would recommend just sort of hugging the sidewalk. I don't know how that didn't count. I guess I just slightly missed. Mm. Yeah.
This guy is a huge pain in my ass. Okay, wir fangen einfach direkt von vorne an. Ich würde sagen, ich pausiere einfach immer wieder das Spiel. So, hier rechts. Also da wo wir in der einen Mission schon mal gemacht haben. Und danach fährt er wohin? In die Straße hoch. Alright. Mal so weit kommen. Okay, wir laden erstmal neu. Wir rüsten uns mit Schutzweste aus. Oh, warte, ihr habt noch natürlich das Bild wie immer drauf. Vergesse ich immer wieder. Was, wir haben gar keinen Granatwerfer mehr. Oh, muss ich den jetzt wieder kaufen? Och nö, das wird doch jetzt scheiße teuer. Na gut. Wo war das nochmal? Irgendwo bei der Autobahnabfahrt. Oder bei der Brückenabfahrt. Boah, bei Regen fährt der sich richtig scheiße. Oder weil ich gerade dran gewöhnt war, schon in dieser kurzen Zeit, an superschnellen Fahrzeuge. Weil das Spiel halt viel schneller auf einmal war. Warte mal, ich bin so dumm. Ja, wobei, ich kaufe erstmal Schutzweste. Ja, jetzt habe ich eine Granate gekauft. Wir müssen jetzt... Oh, wo war denn dieser Militärtyp? In dem muss ich auch noch Raketenwerfer kaufen. Ich glaube, der war irgendwo am Maprand. Hier zumindest nicht. Aber wo war das nochmal? Wäh. War irgendwo am... Ah, da unten ist er. Wo komme ich hier drüber? Jawohl. Wir gehen dann gleich nochmal speichern und holen uns erstmal dann nochmal ein neues Fahrzeug oder ein besseres. Wobei besseres nicht, aber ein neues, repariertes, wie auch immer. Nella. Durch Raketenwerfer scheiße teuer. Ich glaube, da geht unser Geld gerade flöten, was wir für das Spielende brauchen. Wenn das alles so stimmt, wie er es gesagt hat. Ich kaufe noch einmal. Ich denke mal, 15 Schuss sollten uns reichen. Wir sollten uns hoffentlich wirklich reichen, ey. So, damit speichern wir gleich, damit wir nicht drauf gehen. Und dann starten wir die Mission nochmal. Hier zwar einer. Ja, wobei, komm. Wenn er schon da steht. Okay, scheinbar sind wir doch so nah an der Brücke dran, dass sie die ganze Zeit in unserer Nähe vom Safehouse auslöst. Wir nehmen ein neues Fahrzeug. Er sagt ja, wenn wir auf der anderen Insel sind, müssen wir auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, aber es wird empfohlen, oder wir können Pain Spray benutzen, da wir ziemlich viel Schaden bekommen werden. Jetzt einfach hier. Ist mir wurscht. Okay, ab zum ersten. Ich werde dann halt, wie gesagt, nach jedem Stand kurz pausieren, um zu gucken, wo die sind. Weil ich habe keinen Bock, das 30 Mal jetzt zu machen. Geht ja schon gut los, dass wir jetzt hier als angeschossen werden.
Boah, weg. Den einen weiß ich ja noch. Einfach jetzt hier geradeaus. Boah. Digga, ist das schnell. Warte mal, wo war... Alter, jetzt bin ich doch verwirrt. Muss ich doch nochmal gucken. Okay, hier links. Der auch auf der Karte angezeigt wird. So, wir gucken uns kurz an. Und dann einfach geradeaus. Rechts, links, also an dem komischen Gebäude vorbei. Ja. Boah, Alter, das ist gerade doch wiederum so schnell, dass ich gar nicht klarkomme gerade irgendwie. Ah! So, wo fährt er danach lang? Oh Mann, ihr habt es jetzt gar nicht gesehen, das tut mir so leid. Ich habe gerade so wieder gepennt, aber gut, ich habe den jetzt hier gemacht noch. Und den habe ich gemacht. Ich muss dran denken, ey. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Wo ist er lang gefahren? Oh, warte. Would heavily recommend the Armored Patriot for this, because it'll take a ton of damage. Staunton, grab that first stall, then take this route I do, and we're better equipped, excuse me. Sorry, so then you also can just hop out the car, lost. Okay, wir müssen links an ihm vorbei. Gangs or anything like that take notice of you. And then, diese Querstraße. Once you're done with Staunton, you want to head to Portland, where the next moved one is. Oh, warte. Erstmal müssen wir uns hierhin begeben. So, der nächste ist hier. Ah, weg, blöde Tür. Okay, alle sind hier fertig. Oh, ich hab schon wieder vergessen. Oh, das ist doch meine Fresse. Du hast nicht viel Zeit in dieser Mission, aber wenn du willst, kannst du Pay-and-Spray in Staunton, bevor du nach Portland gehst, weil du hier ziemlich viel Damage hier. Er hat die Brücke genommen, ist rechts gefahren zum Hafengebiet. Wird jetzt diese Abkürzung. So if you're fast enough, go for it. If not, then you might need to give this a couple of tries. But yeah, head around the south side to avoid most of the gangs, avoid, you know, Chinatown and Triad territory and stuff. And then this one is in its usual place. I would recommend. Okay, wir versuchen erstmal dahin zu kommen. So. Mal habe ich dran gedacht. Fuck, ich habe gerade keine Orientierung. Wo sind wir? Kommen wir zur Brücke? Shit. Mann, ich bin lost. Wo ist die Kack-Autobahn? Hier. Ja, was heißt Autobahn? Highway, die Brücke. Wow, Gott, oh Gott, Alter, ist das schnell, ey. Meine Güte. Ja, ja, bla, bla. Hier lang. Bei ihm war das gar nicht so schnell wie bei mir, habe ich das Gefühl. Ich kann mich auch komplett täuschen. Aber er macht es ja auch von hier. So. Nein, nein, nein. Mein Gott, das war jetzt knapp. Okay. Just thought of hugging the sidewalk. I don't know how that didn't count. I guess I just slightly missed, but yeah. This guy is a huge pain in my ass. Cost me like 30 seconds real time because of the fact that we're going at 4x speed. And then this is probably the hardest one to get to. It's in Hepburn Heights and you do get shot quite a lot. So just keep that in mind. You know, just try and shoot it from as far away as you can and then get the hell out of there. Okay, go through the tunnels to the north and go all the way across to Shoreside. Okay, fährt dann da lang. Okay, okay. Jetzt habe ich auch noch die Polizei hier am Hals.
fährt denn der lang? Habe ich noch gar nicht geguckt. Hä? Ja, das ist ja der Witz daran, dass nachdem man den ersten Coffeeshop zerstört hat, das Spiel einfach ja vierfache Geschwindigkeit oder so hat, einfach um es nochmal schwieriger zu machen. You wanna turn off at the airport? Oh, warte mal, wo sollen wir denn hin? Ich hab gar nicht aufgepasst. And shoot it from as far away as you can and then get the hell out of there. Go through the tunnels to the north and go all the way across to Shoreside. Shoreside. Ja, warte. Guck mal, wo er rauskommt. You wanna turn off at the airport? Okay, beim Flughafen. Boah, krieg ich das hin? Shoreside, okay. Ah! Stand auf dem Schild. Shoreside. War da aus, okay. Weg, alle Mann hier. Shoreside. Airport, okay. Da ist er ja auch rausgekommen. Nein! Weg hier! Alter! Hey, was will er denn jetzt von mir? Okay, da ist jetzt einer auf der Karte. Ich guck mal kurz, wo er lang gefahren ist. As you get out of the airport, these ones are in a similar location. So if you're familiar with how to beat the mission from here, then just do that. But if you're not, then you want to head onto this grassy section and don't stand in the middle of the trees. That's not a good idea. Erstmal dahin fahren, wo ich jetzt weiter schaue, weil ich mich hier schon wieder nicht auskenne. Geht denn da eigentlich ab? Eine Minute haben wir noch. Was hat er? Okay, ein bisschen weniger sogar, tatsächlich. You can shoot this one over the wall, you don't need to go all the way to the subway entrance. And then the final one is just in the hospital, so all you're gonna do is drive up north, and it's right there. You can see it on the map in a few seconds. Nice and easy to get to, just keep an eye on the clock. Hier links lang. Danach, das war's dann schon, oder was? Okay, so. Ding ist halt, muss ich so hinkriegen, wie er das gemacht hat. Was ja für mich wiederum nicht leicht ist. Aber ich habe hier weniger Verkehr als er, das ist schon mal gut. Aber die Polizei dafür. Nein! Jawohl, geschafft. Warte, hat er gespeichert? 12 Uhr. Ne, er hat noch nicht gespeichert, weil wir noch nicht ausgestiegen sind. Steig mal kurz hier aus. So, jetzt ist auch, genau, jetzt ist dunkel geworden und sobald, also nach dem Speichern sind ja immer 6 Stunden, die vergehen. Hat man ja gerade gesehen, dass es dunkler geworden ist, das heißt, er hat gespeichert. Wenn wir kurz laden, damit die Polizei uns nicht auf den Keks geht. Tada! Nice. Okay. Aber welche Mission macht denn der danach? Danach fährt er wieder zu Asuki, okay. S-A-M. Boah, das ist jetzt voll ungewohnt, dass das Spiel jetzt... Das läuft für mich jetzt wieder gefühlt in Zeitlupe. Boah. Das ist auf jeden Fall nicht gesund, so ein Spiel zu spielen in dieser Geschwindigkeit. Es kommt mir halt wirklich alles so ein bisschen in Zeitlupe vor. Also so YouTube-Geschwindigkeit 0,5 oder 0,75. Irgendwie so. Wir fahren einfach jetzt hier über die Brücke. Glaube ich schneller. Und natürlich haben wir immer das Glück, dass die Brücke gerade hochgeht. Sorry! Komm, den können wir auch runterschieben.
Na egal, dann nicht. Ich wollte ihn eigentlich dazwischen stecken, damit er zerquetscht wird, aber egal. Ja, Mann. 138 für den Monster-Stunt. Aber ich speichere nochmal hier, dass wir hier sind. Das wusste ich gar nicht, dass man diese großen Mülltonnen weghauen kann. Oh nein, warte. Nicht Mod-Save-Game, sondern meinen eigenen Save-Game überschreiben. So, nächste Mission bei Asuki. Ich werde die jetzt zwar machen, in der Hoffnung, dass ich dann die anderen Missionen auch noch machen kann. Das ist ja jetzt die vorletzte Mission, laut dem Guide von ihm. Aber gut, er hat auch die Mission andersrum alle gemacht, wie ich jetzt. Also in einer anderen Reihenfolge. Just wait for it to turn black and fall off. Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Mm-hmm. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Klingt leichter, als sie es erklärt hat. Find the boat and get to the marker buoy. Buoy. Ey, warum ist um 8 Uhr oben? Steht's doch. Ich kann sagen, wo ist denn mein Auto hin? Ah, was? Auf Zeit auch noch? Holy crap! Schaffen wir doch gar nicht. Hä? No way! Hey, ich bin gerade verwirrt. Go to the runway marker, buoy, the plane is on its final approach. Dein Ernst? Warte mal. Ist für das Boot nicht? Ich gucke einfach jetzt. Wir gucken jetzt einfach. Das ist doch schon wieder alles hier super verwirrend. Unless you know how to fly the Dodo, you're gonna have a really rough time with it. So you wanna drive straight to the airport, ignore the boat and all that kind of shit, because you don't have enough time. Like, this is kind of like a fast strategy. But you need to be quick to get your ass down here, because the plane lands way earlier than it should. As you can see, like, the timer's already expired for me. Mm-hmm. So yeah, head down, go to the most southern runway, and you'll see a couple of cartel cruisers. You can snipe these guys, but don't wait around too much. You know, you're in an armored Patriot, so you do have time to take them out. But if you're slower here than, you know, like a minute or so, then I'd recommend maybe just trying to drive past them and just eat their bullets for now. There's another set of guys all the way at the end of the runway, and I try and shoot them as well, but I didn't really have time. So again, I'd recommend not shooting them for now, because they're no threat to you. They're so far away. And yeah, just shoot down the plane and say, you know, if you don't dick around shooting those guys at the end of the runway, then you'll have a lot more time to shoot that. You know, it's not like there's like a 2 second leeway where, like, it, you know, I make it look like I have there. But yeah. Versuchen erstmal so weit zu kommen. Oh, kacke. Ich hab's verpennt. Wir laden neu. Er sagt ja, man hat wirklich wenig Zeit. Also man soll direkt nach dem Missionsstart einfach schon Richtung Flughafen fahren. Dann werden wir das jetzt auch gleich machen. Ja, natürlich ist jetzt, wie ich es gewusst habe, mein Fahrzeug nicht da. Geil, danke. Fahr mal kurz um den Block. Oder warte, wenn ich jetzt neu lade, ist es vielleicht jetzt da? Ich bin ja jetzt in dem Chunk, sag ich mal.
Nö. Cool. Klaue ich mir einen. Ja, ich klaue einen von meinen Cheaters. Selbstverständlich klaue ich einen von meinen Cheaters. Fahren einfach mal kurz um den Block hier. Damit die Kackkarre geladen hat. Und dann müsste ich auf jeden Fall mal wieder einen in die Garage stellen. Für solche Fälle hatte ich ja schon öfters gemacht. Hoffentlich ist er gleich da. Also ich hoffe, ich war weit genug weg. Jawohl. So, den packen wir da drinnen. Und speichern und laden dann nochmal. Für die Zukunft. Für die Sicherheit. Wegen der Sicherheit. Nein, falsch. Wenn ich jetzt lade, dann einer da? Bitte, bitte, bitte. Jawohl, perfekt. Weg hier. Aber mir kommt das jetzt alles so langsam vor, vor allem das Fahrzeug hier, wie schnell das gerade war in der einen Mission. So. Skip, 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 skip. Ab zum Flughafen. Ah, ich glaube, das war keine schlaue Idee. Ah, wobei doch, hier langs. Richtig. Jetzt hängt es nur von der Brücke ab. Ja, klar! Mal gucken, ob der jetzt gequetscht wird. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ja, okay. Hat er Glück gehabt. Ja. Also, dass er zerteilt wird, ist natürlich klar, dass es nicht funktioniert, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass er vielleicht gelauncht wird oder so. Aber total harmlos. Oh, weg hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo er ungefähr hingefahren ist. Er ist irgendwo hier lang gefahren. Da ist das Flugzeug. Also eins. Warte mal, ich muss mir das nochmal anschauen, was er da erzählt hat. But you need to be quick to get your ass down here because the plane lands way earlier than it should. As you can see, like the timer's already expired for me. So yeah, head down, go to the most southern runway and you'll see a couple of cartel cruisers. You can snipe these guys, but don't wait around too much. You know, you're in an armored Patriot, so you do have time to take them out. But if you're slower here than, you know, like a minute or so, then I'd recommend maybe just trying to drive past them and just eat their bullets for now. There's another set of guys all the way at the end of the runway, and I try and shoot them as well, but I didn't really have time. So again, I'd recommend not shooting them for now, because they're no. Okay, das Flugzeug landet dann. Versucht jetzt erstmal wegzusnipen. Hey, die anderen. Nein, da ist das Flugzeug. Och nö. Okay, da war ich wirklich viel, viel, viel zu langsam anscheinend. Das Problem ist wahrscheinlich diese blöde Brücke gewesen.
Ja, die man schon im Hintergrund schon wieder hört. Okay, also gar nicht mal so leicht. Natürlich können wir das Dodo da hinten benutzen, das hat er ja auch gesagt, aber ich bin halt super schlecht darin. Warte mal, wir probieren es einfach mal. Ich probiere es mal, ob ich irgendwie geschissen krieg. Ja, ich werde ja natürlich gleich schon angegriffen.